Hallo, psst, ja, hier bin ich, Schorsch Kamerun hier, hinter der hellblauen Munaske oder Namushu. Ich habe meine Stimme verstellt wegen der Gefahr. Das hört man auch am dramatischen Sound von Kati von Eck und gleich dann an den Stimmen des furchtlosen Residenztheater-Ensembles. Also, M, eine Stadt sucht einen Mörder nach Fritz Lang und Thea von Habu. Wer hat Angst vor was eigentlich? Wem nützt welcher Schrecken? Hässliche Furcht oder schönste Gegenwehr? Ein Triptychon über epische Furcht und futuristische Chancen. Viren und Gefahren, Krisen und Bakterien, Einschränkungs- und Solidaritätsreflexe, Zukunft für Menschen verzaubernde Transformationen. Psst, hey, Achtung, los geht's und keine Angst, ich bin gleich wieder da, als starke Hand, als Leiter einer Taskforce unter Pseudonym. Jetzt aber FF, viel Vergnügen mit M. M wie... Gestern Nacht ging ich durch einen dunklen Park. Es kam mir jemand entgegen. Das Gesicht konnte ich gut sehen, weil er telefonierte. Also... weil sein Handy-Display wie eine Gesichtsbeleuchtungslaterne wirkte. Ein gut aussehender, aber auch ein durchschnittlicher Münchner, dachte ich, als er mich passiert hatte. Ich schaute ihm noch eine Weile nach. Sein Handylichtgesicht verschwand ganz ruhig, ganz langsam in der Dunkelheit. Der ruhige Flug eines Glühwürmchens. Ohne jedes Geflacker. Er hatte sich also nicht nach mir umgedreht. War einfach immer weitergegangen, als wäre ich unauffällig gewesen. Ein gänzlich unverdächtiger Mensch. Das war der schönste, der wertvollste Moment seit langer Zeit. Meistens ist es leider anders. Manchmal ist es dazwischen. Hallo, Thomas Seel mein Name. Ich melde mich heute aus meiner Position als Stadtorgan, habe somit temporär die Leitung, also den Host inne und starte jetzt mal unser tägliches Sicherheits- und Krisenmeeting per Videoschalte. Es geht um den Zustand von M, einer Stadt in Angst, sozusagen als digitale Taskforce-Zusammenkunft. Heute bestehend aus 9 Expertinnen plus mir selbst. Ich frage mal kurz in die Runde. Alle da? Anwesend. Die Frau Politikerin, sehr gut. Das Ermittlerteam, also Ermittler 1. Ja, ja. Okay, Ermittlerin 2. Anwesend. Dann bitte Oliver, unser zuverlässiger Apparatschik. Ja. Gut, jetzt die immer etwas zweifelnde Maklerin. Ja, anwesend. Das ist gut. Der Szenekenner und Straßenvertreter. Ja, hallo, anwesend. Ist auch da und als extra zugeschaltete Spezialgäste heute als Unterwelt und Schrecken. Ich bin da. Ist da unser Mysterium, das später auch die Rolle der Verteidigung übernehmen wird. Ja, anwesend. Ist anwesend. Nice, soweit. Und nun zum Schluss noch der einzig wirkliche Experte. Hallo Delschat. Hören wir noch nicht technisch? Ah, okay, auch da. Bei wem klingt jetzt? Ist die Kommissar dran oder was? Für mich ist gewöhnt, ich bin gewöhnt in dieses Prozess. Du kommst als geflüchtet hier, du
du bist traumatisiert und jeder hat natürlich Individuum seine eigene Biografie und Trauma sowieso. Okay, dann starten wir also jetzt mit Ihren Einschätzungen. Check. Aufzeichnung läuft und bitte. Also, zuallererst einmal, verschiedene Anzeichen lassen darauf schließen. Manche spannend, andere nur aufgeregt, viele sensationell. Alle sorgen in nur einem Zimmer. Extra Ausgabe, ein neues Ereignis. Schaut mal, die Hand, da vorn. Sie schreibt. Mit einem Bleistiftstummel auf einen Zettel. Die Schrift, infantil, pathologisch. Was steht da? Ich bin noch nicht am Ende. Also man traut sich ja nicht einmal mehr. Völlig richtig, die Kinder, die Schule. Sag ich ja. Extra Ausgabe, mindestens ein neues Ereignis. Wie furchtbar, geht das etwa schon wieder los? 10.000, nur als Belohnung. Ja, und als erstes, neuer Schrecken in der Stadt, neue Opfer. Gespenstisch, alle mit ganz bestimmten Anzeichen. Die heiligste Pflicht jeder Mutter, die heiligste Pflicht jedes Vaters, immer wieder muss nachdrücklichst darauf hingewiesen werden. Es muss sogar noch mehr als je gewarnt werden, dass es sich um eine Gefahr handelt. Die sich womöglich in freundlichster Form nähert. Als Süßigkeit, als Verlockung. Als Verhängnis. Die Polizei steht vor unlösbaren Aufgaben. Wie und wo? Niemand weiß es. Und doch... Mitten unter uns. Jeder, der neben dir sitzt, kann Schweinskerl. Jeder, der neben dir sitzt, kann Saukerl. Jeder, der neben dir sitzt, kann Lump, kann Dieb, kann Angreifer. Oder dann noch mehr. Kann Verleumder, kann sogar... Entschuldigung, wir tun gerade unsere Pflicht, haben dabei selber keine ruhige Minute. Jeder Mensch auf der Straße, jeder im Geschäft kann. Dann blendet das Bild auf, Kinder im Kreis. Dann blendet das Bild auf und die Frau Nachbarin. Warte nur ein Weilchen, bald kommt der schwarze Mann zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht der Schabe Fleisch aus dir. Dann blendet das Bild auf, Kinder in Tränen. Dann blendet das Bild auf, ohne die Nachbarin. Warte nur ein Weilchen, dann kommt der schwarze Mann zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht der Schabe Fleisch aus dir. Dann blendet das Bild auf, schwarze Gewänder. Solange die Nachbarin da ist, weiß man, dass sie noch lebt. Warte nur ein Weilchen, dann kommt der schwarze Mann zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht der Schabe Fleisch aus dir. Halbwegs ordentlich von wem behandelt.
den Osten einbinden! Schwergewichte! Experten! Soft Power! Bam! Wir sind die Good Guys! Was sind denn so unsere Themen? Das bayerische Dinner für die Präsidenten, vom Hundespielzeug bis zu den Weißwürsten. Früher war Wehrkundetagung, heute ist Security Meeting. Wie wichtig ist Italien? Wie entwickelt sich Weißrussland? Hauptsache, die Israelis sagen nicht ab. Wir brauchen auch möglichst viele Afrikaner. Die Zukunft unserer Kinder. Mögliche Krisen. Neue eiserne Vorhänge. Konfliktparteien in Hinterzimmertreffen. Bürgerwehren. Feindliche Stimmung. Isolation. Überprüfungen für alle. Doch, jede Nacht eine Streife. Wir haben einen Planeten. Wir haben ein Deutschland. Was, wenn wir keine Übereinkunft erlangen? Jedenfalls, es wird keine Vorbesichtigung geben, keine Fotos, keine Filmaufnahmen, keine Protokolle. Off the record only. Man hat uns Angst zum Frühstück gegeben. Man hat uns das Fürchten am Mittag gelehrt. Am Abend sollten wir die Nacht ertragen. Mit Worten und in Taten. Wir können nicht endlos hingehen, gratulieren und uns dann bedanken und ordentlich mit Anstoßen auf weitere Behandlungen. Nicht weiteres Fressi-Fressi einnehmen für alles, was als ungreifbar behauptet wird. Einfach einkaufen, anbinden, anfassen können. Glaubst du wirklich, du kannst dich mit einer tickenden Parkuhr anlegen? Vielleicht darfst du nicht mal dein Auto abstellen. Hier, bei uns. Wir sind längst viel mehr verschiedene Wünsche, Forderungen, wehrhafte Unterschiede und Veränderungen. Vollkommen uneins und besonders einig. Hühnerhaufen sind wir. Auch Floristen. Raumnehmerinnen. Wir können Schleimklumpen sein. Aber nur wenn wir sagen, dass wir Schleimklumpen sind. Wer uns kaufen will, muss Hundefutti mögen. Kreditkartenzahlung gilt aber weiterhin nur als Ausnahme. Wer uns fressen will, wird sich die Verdauung verderben. An unserem Free Jazz. Jeder Mensch hat ein Tier in sich. Nur sind Tiere die besseren Menschen. Man muss das alles ganz genau anschauen. All die Veränderungen, die unvermeidbar sind und ohne die es angeblich kein Leben mehr geben wird. Muss ohne Furcht aussprechen. Was für Tiere ihr seid. Hurra! Ich frag mich, wessen Wahrheit wir leben. Unsere oder deren? Wir sind bereit, höchste Kontrolle auszuhalten, konstruieren unseren Tag als Menschen mit dem Bewusstsein, Imperien aufgebaut zu haben, das Wissen, in einer Bestimmung zu leben, in der ich wachsen kann, als Hochauftretende, als Nummer eins unter weiteren Nummer einsen, es verdient zu haben, auch weiterhin zuerst ranzukommen. Du kannst relevant sein. Genauso wie ich auch, wenn wir uns alle an die Regeln halten, an die Ansagen. Nur als durchsetzungsstarker Mensch leiste ich den besten Beitrag für mich und für die Welt. Dein Dasein besteht aus den Bausteinen, die du ihm durch Nahrung zufügst. Für viele bedeutet Leben nur nicht, krank zu sein. Schlafe, esse, trainiere. Trinke ich genug? Wie gesagt, soweit alles okay, stabil. Wir machen das so, sofort. Die gab mir die Pass, hat mich losgelassen und sagte, möchtest du mit Polizei arbeiten? Willst du mit Staat arbeiten? Willst du mit Polizei arbeiten? You say you don't want me close to your body. Everywhere is danger. You can't trust your neighbor. It's
prison. I just want a freestyle style. Crisis, what crisis? You don't like my joke. Angst mit Amt, also mit Ämtern, von Kindheit geblieben, von Jugend und Kindheit, wo man sagt, geh nicht zu Amt, du wirst gesperrt, du wirst geschlagen, du wirst weggesperrt, du wirst verhört, bam, bam, bam. Und diese Sachen, insbesondere in Ingolstadt, als ich da war, ich habe meinen Pass bekommen, ich habe einen Post bekommen, nach vielen Jahren, okay, nach langem Kampf, okay, du bekommst einen Aufenthalt, aber die Aufenthalt heißt, du kannst nur in Ingolstadt dich bewegen, arbeiten, außer Ingolstadt, außer 30 Kilometer darfst du nicht raus, dann musst du uns Bescheid sagen, wie du rausgehst. Ne? Dann hat mir der Beamte gesagt, während der mir den Pass gibt, diesen Aufenthalt gibt, wo man denkt, okay, oh, ich bin jetzt okay angekommen vielleicht oder so, er gibt mir mit dem Hand das Pass und sagt, lass sie nicht los, wir halten beide so. Und guckt mich an und sagt, eines Tages werden wir euch alle nach Hause schicken. So, Stadtorgan Thomas Seel noch einmal. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unserer Videoschalte, dem täglichen Taskforce-Meeting. Alle sind noch wach hier und die Expertinnen bitte. Lassen Sie mich doch los! Unverschämtheit! Abstand! Aber bitte, lassen Sie mich doch los. Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen. Wohl weiter verschleppen wollen, was? Wohl umbringen wollen, was? Da ist es wieder, Geschrei. Da ist es wieder, Hysterie. Da, in der Menge. Fäuste recken sich. Wahrscheinlich pathologisch. Als große Genugtuung, die eigenen Taten in den Zeitungen geschildert zu sehen. Trotzdem. Es wird auch hier nichts unversucht gelassen. Vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns der Lösung des Problems näher bringt. Ich bezweifle durchaus nicht, dass alle ihre Pflicht tun, Beamte auch gewiss. Aber das Resultat. Ach ja, dieser Auftrag ist nichts als eine nervenfressende Kleinarbeit, die zu 80-90% aus Misserfolgen besteht. Grauenhaft, so grauenhaft. Übermüdete Schlafen im Sitzen. Niemand. Niemand kommt mehr aus den Kleidern heraus. Lebt beständig auf dem Kiviv. Hochspannung, Alarmbereitschaft, ununterbrochen auf dem Sprung. Jede, aber auch die geringste Spur aufnehmen, denn möglicherweise kann ja gerade sie zum Ziele führen. Zum Beispiel ein kleines, weißes, verknülltes Papier. Dann im Umkreis von 2 Kilometern, in jeder Konditorei, in jedem kleinsten Kolonialwarengeschäft. Nach dem Ursprung dieses Papiers geforscht, dieses Weißen. Mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Sind wir gezwungen, weiter zu forschen? Weiter zu eruieren. Leider viel zu sehr in immer mehr Ungewisses hinein. Und, mein Herr Minister? Nicht die rechte Vorstellung? Von den ungeheuren Schwierigkeiten? Von dem Kampf? Wir befinden uns erst am Check-in. Unsere Reise hier startet in ein völlig neues Ökosystem. Das wertvollste der Welt. Kann die Digitalisierung das Leben einer Stadt aufrechterhalten, wenn die Infrastruktur kollektiv erkrankt ist? Messungsstraßen sperren. Wie kann dieses Leben kontrolliert werden, wenn jeder echte Kontakt eine tödliche Gefahr birgt? Ein Vergnügungsbauernhof. Künstliche Gehirne. Sich informieren, kommunizieren, flirten per App. Waren bestellen, essen, das Taxi mit Mobile Payment. Wie weit bin ich gelaufen?
Habe ich die U-Bahn genommen? Wie viele Punkte? Welches klimafreundliche Verhalten? Alles in einer Plattform. USA, China. Deutschland ist ein weißer Fleck. Monopolbildung, Technologie und Fortschrittsglauben. Champion in der Entwicklung Spracherkennungssoftware. Sprache in Echtzeit in Schrift. 60 Sprachen und Dialekte. Sprachmuster erkennen. Registrierung per Gesichtserkennung. Essen per selbstfahrenden Lieferwagen. Bühne für die Verkaufsshows. Keine Aufnahmen davon. Videoaufnahmen verboten. Doch nochmal. Ich muss immer durch diese traurige Tür durch. Ich habe keine andere. Ich will gar nicht raus. Bei einem Kind, wenn in Trauma, in Krieg oder Vertreibung aufwächst, diese Luftatmung, dieses, also der Geruch, die Patronen, die Raketen, wenn die brennen, das geht nicht mehr weg. Wenn ich Hubschrauber höre, das heißt, knallt jetzt in nächster Sekunde. Lauf um dein Leben. Lauf um dein Leben. Ne? Ein Bettler trägt einen QR-Code um den Hals. Ich möchte nicht mehr im Mittelalter leben. Lass uns zurück nach China gehen, sagt eine Freundin. Bewerben, Jahresgebühr, Provision, Kunden- und Unternehmerdaten. Die App connected, wo ich bezahle, wo ich mich bewege, wo ich kommuniziere. Das ist Macht. Eine Liaison mit dem Staat. 600 Millionen intelligente Kameras für das Land. Keine Blindenflecke, keine toten Winkel. Ein Himmelsnetz. Adleraugen. Verbrecher, vermisste Person, Brotsünder. Masten von Straßenlaternen in alle Richtungen scheinen Kameras zu wachsen. Längliche schwarze oder silbrige Kugelkameras. Ein Dutzend Augen, denen nichts entgeht. Serverparks, Gesichtserkennungssoftware, großes Stehlen, in der Mitte Bildschirme, links und rechts Lichtstreifen, die von grün auf rot springen. Ein Countdown zählt die Sekunden. Wer dann noch geht, wird gefilmt. Schauen Sie, diese Leute... Über Nacht quasi habe ich die Tasche geparkt. Ich stand mit meinen Freunden gegenüber weinend. Ja, ich muss weg. Ich liebe dich. Ich dich auch. Aber ich muss weg. Ja, aber wo? Ich kann nicht mitkommen. Kommst du mit? Ich kann nicht mitkommen. Weinend in der Wohnung. Ich packe meine Tasche und gehe. Die konnte nicht kommen, weil Familie und Arbeit dort hatte. Und dann bin ich sozusagen Exil im Exil. Also in Deutschland fliehen von Bayern nach an Ostsee. Mit zwei Taschen nach so vielen Jahren. 950 Punkte, Highscore, A-Bürger, Mietwagen ohne Kaution, Rabatte, Einreise in die EU. 350 Punkte, D-Bürger, Vertrauensbrecher, Game over. Social Scoring, gesellschaftliches Bonitätssystem, digitaler Totalitarismus. Der Staat funktioniert. Gesundheitscode, rot, gelb, grün. 14-tägige Quarantäne, 7-tägige Quarantäne. Bewegungsfreiheit. Zutritt nur für grüne Nutzer. Keine Angaben zum Algorithmus. Die Daten werden mit der Regierung geteilt. Automatisch. We shut your space, protect your place, the whole human race, all for you. We send you pills in times of thrills, we know our skills, that's true. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. We vote future, safe time booster, without any trouble for everybody. Peaceful days, take no wrong ways. People for success. Hey, 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 kill the rest. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. We vote future, safe times booster, without any trouble for everybody. Grow
grow up in peace and self-defense. Believe me and my friends, behind all problems, a beautiful white country is waiting for us. So boogie on, boogie on, fellows. Come on, we vote future. Save time booster, without any trouble for everybody. Okay, wir sind jetzt schon ein gutes Stück des Weges. Trotzdem, Aussage gegen Aussage, die Dinge spitzen sich zu ohne rechte Auflösung. Deshalb unser Thema jetzt, Patt-Situation. Die Mütze war grün. Die Mütze war rot. Die Mütze war grün. Rot. Grün. Rot. Grün. Rot. Grün. Grün. Ach ja? 1500, 1500 Details haben wir verfolgt. Das gesammelte Aktenmaterial, bis der Schreiber kollabiert ist. Schluss jetzt. Ich danke Ihnen allen. Spärliche Straße, vereinzelte Passanten, ein Pärchen unter einer Laterne, Stiefel. Und dann sowas. Irgendwelche Idioten mit einem ausgestopften Krokodil. Egal. Weiter geht das, weiter. Bis zum Ausgang hin eine Kette bilden. Geburtsschein. Ausweise vorbereiten. Ausweise bereithalten. Ausweise vorzeigen. Wir müssen wieder geordnete Verhältnisse bekommen. Diese Bestie hat kein Recht zu existieren. Muss weg, muss ausgerottet werden, vertilgt. Ohne Gnade, ohne Barmherzigkeit. Wir müssen großen Wert darauf legen, nicht in einen Topf geworfen zu werden. Sonst leidet unser Renommee nur, weil wir existieren. Trotzdem, wie gesagt, verschiedene Anzeichen lassen darauf schließen. Was denn für Anzeichen? Opferzahlen. Wie im Herbst vorigen Jahres. Die Geschwister und dann der Schatten. Mit Hut, im Profil. Nicht doch. Nur die ersten Takte eines Motivs. Von Edvard Grieg. Unmelodisch mit einem Luftballon. Schluss jetzt. Jalousien runter. Viele Hunde sind des Hasen tot. Oh je. Oh je. Ganz schön hart, die Brocken. Überall teuflische, sehr schwerwiegende Gefahren mit unbekannten, dunklen Melodien. Gewichtige, epische Krisen sind das, in immer neuen Angebotskisten, die man abzukaufen hat. Glücklich jene, welche die geforderten Passierscheine erhalten, mit denen es sich weiter vorwärts kommen lässt. Da, da, Achtung! Oh je, das nächste Unglück. Oh je, schwer. Schwer. Das sagen sie jedenfalls. Und es scharrt sich das Bibbern, unverstelltes Zittern hinter die Rücken, unter die Brücken. Wir suchen die strenge Beleuchtung und meiden verhuschte Bedeutung. Für verrostet geglaubte Schranken tun wir uns artig bedanken. Nichts wie ab ins Warme, in die starken Arme. Nichts wie ab ins Warme, in die starken Arme. Was einst ungeliebte, herrschverrückte, sind die Stars der Szene, denn nur sie zeigen Zähne. Wir achten die flache Begrenzung und leiden an querer Bepflanzung. Vor zurück errichteten Schranken produzieren sich potente Gedanken. Nichts wie ab ins Warme, in die starken Arme, in die starken Arme. Nichts wie ab ins Warme, in die starken Arme. Also nicht wie ab ins Warme, in die starken Arme. Dann wird hier schon ab erster Tag, wo die Fingerabdrücke aufgenommen werden, wird der Unterschied gemacht.
Grenzen hören nicht auf. Die Schilder hören nicht auf. Die Zäune hören nicht auf. Die Ordnungen hören nicht auf. Die Formeln hören nicht auf. Zensuren und Orden hören nicht auf, gegeben zu werden. Automaten hören nicht auf. Die Uhren hören einfach nicht auf. Die Erzieher, die Lehrer, die Ausbilder hören nicht auf. Die Stammtischpolitiker hören nicht auf. Die Soldaten hören nicht auf. Panikmacher, Denunzianten und Beschuldiger hören nicht auf. Wenn, dann hört nicht auf. Die Heimatminister hören nicht auf. Die Kreuzfahrer, die Inbesitznehmer, fahren weiter kreuz und quer gegen Mensch und Meer. Die Rassisten, die Faschisten, die Populisten, die Macker und Kacker, die Chauvinisten auf den Pisten hören nicht auf. Sie alle hören einfach nicht auf, auch wenn es manchmal so scheint, als ob es ihnen ein wenig die Sprache verschlägt, also wenn es drauf ankommt. Und obwohl in Venedig die Ballene wegen dem temporären weniger zurückkehren in die Stadt, wird das alles nicht aufhören, immer so weitergehen, wenn wir nicht weiter aufpassen auf all das und auf uns selber. Nicht auf. Nicht auf. Auf. Ja, da lässt es sich ganz gut einhaken. Schrecken ohne Ende. Fragen wir also mal in die Runde. Weiter geht das, nicht nachlassen, nicht aufhören. Verschärfung der Passkontrolle durch 7 der ganzen Stadt, Razzien. Spitzel müssen wir haben, überall. Eben, peinlich genaue Durchsuchungen von Besitztum, nach Spuren, nach irgendwelchen Spuren durchzuführen. Der Schrecken ist außerhalb des Zustands, in welchem er tötet, vielleicht harmlos aussehend. Vielleicht spielt er im normalen Zustand Murmeln. Jahrelang, Tür an Tür mit anderen Mietsparteien lebend, ohne auch nur die Spur eines Verdachtes auf sich zu lenken. Und überall Berge von Briefen mit den irrsinnigsten Verleumdungen. Von den Leuten eine vernünftige Auskunft haben unter Mitarbeit des Publikums. Och, was geht denn das mich an? Genau. Das ist doch der großen Masse noch nicht im Entferntesten aufgegangen. Die ausgesetzte Belohnung ist auch viel zu gering. Fest steht, die Instinkte des Augenblicks bestimmen den Täter. Wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Jeder Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen. So ist es. Kein Kind dieser Stadt darf einen Schritt tun, von dem wir nichts wissen. Da darf auch neueste Technik eine Rolle spielen. Endlich, genau. Ja, es müssen Menschen und Maschinen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Ach Mutti, ich bin dir entgegengelaufen. Aber Kind, das sollst du doch nicht. Du weißt doch warum. Was war das? Das kam von da irgendwo. Lauft ihm doch nach, Mensch, und lasst ihn nicht mehr aus den Augen. Lasst ihn nicht mehr aus den Augen. Jetzt gilt es mehr denn je abzuwägen, noch mehr eingrenzende Sicherheitsmaßnahmen oder genau das Gegenteil. Lockern, auf wachsame Solidarität setzen. Gar nicht so einfach, aber hören wir weiter unsere Expertinnen. Psst, die Maklerin scheint etwas bemerkt zu haben. Bitte. Was war denn das nun? Ah, genau. Der wirkliche Schrecken hat genauso gepfiffen wie das da eben gerade. Stimmt. Jetzt verstehe ich. Das Messer schneidet in die Apfelsine. Und auf seine linke Schulter sieht man in Kreideschrift das großes M. Ja, ja. Jedes Detail zählt. 3 Zigarettenstummel. Das großes M, das M, ist im Vordergrund. Und da bleibt es. Lange, sehr lange. Links, angeschnitten, etwas unscharf, ein Gesicht im Profil. Vielleicht hat er sich im Haus versteckt. Psst.
Der Schrecken atmet. Hörbar schwer. Jetzt die Polizei? Nee, den holen wir uns selber. Ich rate zu äußerst vorsichtig mit dem Lichtschein. Und benutzen Sie auch so viele Schlüssel wie möglich. Immer tiefer duckt sich der Schrecken in seinen Winkel. Die Strickleiter hat er hochgezogen. Nicht schuldig, schuldig, unschuldig. Wie meinen Sie das, unschuldig? Unschuldig wie ein neugeborenes Kind? Unschuldig, weil in dieser eigentlich ordentlichen Gegend anzutreffen? Nee. Krisen und Gefahren wollen uns an den Kragen. Aber mit Sozialdistanz haben sie nichts zu sagen. Viren und Bakterien wollen uns an den Kragen. Monat 5, Woche 3, Tag 16, Ansage Nummer 36, Ausgangsbeschränkung. Öffentlichkeit vorenthalten, Maßnahmenkatalog, Ehrabschneidung, zerbrochene Art, Fahndungsgebiet erweitern, das Gelände wird planmäßig abgegriffen, Razzien und ein Netz von Spitzeln, Durchsuchungen. Das Publikum muss jetzt auch mitarbeiten. Aufklärung durch Alarmierung. Misstrauen erwecken. Unauffällige Recherchen? Oder doch ein ordentliches Gericht? Heimatschutzministerium. Mörder? Totschlagen bringt sie um, die Bestie. Und wir? Was ist mit uns? Im Warteraum. Ausgeschaltet. Mit uns rennen die Gespenster. Überall Spitzel, Spitzel. Ich kann doch nicht ewig meinen Geburtsschein mit mir rumschleppen, das geht doch wirklich nicht. Meine Papiere sind doch in Ordnung. Stefanie, kannst du mich hören? Das ganze Geschäft versauen sie einem, die Hauptmänner, die Ärmelhochkrempler. Jede Nacht die Stänkereien in den Lokalen. Keiner weiß mehr, wo er einen Augenblick Ruhe hat. Sie vertreiben uns die Kundschaft. Und das, was sie suchen, das finden sie ja nicht. Was glauben Sie, was auch die hier alle für eine Stinkwut auf den Schrecken haben, dem sie jede Nacht eine Razzia verdanken? Brennholz würden sie daraus machen, wenn sie nur könnten. Ich muss den Wagen aus der Werkstatt abholen. Um 16 Uhr. Überall wimmeln sie heute wieder hier in den Straßen. Überall Wanzen. Deinem Beruf kannst du nicht nachgehen. Ich habe es satt. Privatleben hast du auch keines mehr. Jalousien runter. Dieser Schrecken, dieser Außenseiter verdirbt uns das Geschäft. Die Maßnahmen behindern unsere Tätigkeiten, kaum mehr zu ertragen. Dieser Zustand muss ein Ende nehmen. Wir müssen wieder geordnete Verhältnisse bekommen, sonst sind wir pleite. Die Kassen unserer Organisation sind nächstens erschöpft. Ich weiß nicht mehr, wo wir die Gelder hernehmen wollen, die wir zur Vorbereitung und Ausführung unserer Pläne benötigen. Außerdem leidet unser Renommee. Wenn sich mir bei der Ausübung meines Berufes ein Beamter in den Weg stellt, dann weiß er, welches Risiko er eingeht und ich weiß es auch. Und wenn einer dabei draufgeht, im Beruf gestorben. Zwischen dem, wie die Offiziellen suchen und zwischen uns, da ziehen wir einen dicken Strich. Stefanie, hörst du mir noch zu? Wir üben unseren Beruf aus, weil wir existieren müssen, aber der Schrecken hat kein Recht zu existieren. Der muss weg. Der muss ausgerottet werden, vertilgt. Ohne Gnade und Barmherzigkeit. Eigene Spitzel. Spitzel müssen auch wir haben. Wir müssen von den Absichten der Offiziellen beinahe eher verständigt werden als die Offiziellen selber. Auch wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Jeder Quadratmeter muss unter unserer Kontrolle stehen, damit wir wieder schaffen können. Da pfeift doch einer. Stefanie? Sind Sie denn verrückt, Mensch? Apfelsinenscheiben auf die Straße schmeißen? Bricht man sicher Hals und Beine. Unglaublich sowas. Müsste man direkt anzeigen. Eine Unverschämtheit. Sind wir dem Schrecken auf der Spur? Ja. Am Zeichen hat man ihn erkannt. Beschatten auf Schritt und Tritt. Aufpassen wie Schießhunde. Den holen wir uns selber. Mit einer neuen Konstruktion von Kontrolluhren. Aber wo ist der Plan für ihre Bedienung? Die Schnapsfabrik, die in der Inflation pleite gemacht hat,
Kein Irrtum. Ausgeschlossen. Totschlagen. Jawohl. Totschlagen wie einen tollen Hund, den Schrecken kalt machen. Geht alles nach Recht und Ordnung. Unschädlich machen. Muss weg. Weg. Muss ausgerottet werden. Abkillen die Bestie. Bringt sie um. Das ist ja kein Mensch. Leises Knistern hinter Wänden, etwas Scharfes in den Händen, mit Bedacht und Eisenbesen, Waffen im Gesundheitswesen, Heim und Haus schließt Gefahr aus, ein Schatten wirft neue Fragen auf. In Alarm, Alarmbereitschaft, wenig Freund, umso mehr Feindschaft. Der Junge geht mit dem Rücken zur Wand, das Mädchen hat Kontrolle in der Hand, sie achten auf ihre Werte, richtige und verkehrte, gegen alles Unbeschwerte. In Alarm, Alarmbereitschaft, wenig Freund, umso mehr in Feindschaft. In Alarmbereitschaft, wenig Freund, wenig Freund. Monat 5, Woche 3, Tag 16, Ansage 35. Und trotzdem, gerade wegen der noch fehlenden Antworten, alles in aller Offenheit, großvertrauensmäßiges Niveau. Wer vermisst welche Angst? Wo fließt wessen Adrenalin hin, wegen welcher Anschuldigungen? Wir werden das jetzt selbst in die Hand nehmen. Nicht Fehler, Handeln ist King. Wissenschaftler trifft Phobiker, trifft Narzisst, trifft Taktiker, trifft Machthaber, trifft keinen Logiker. Kontaktloses Liefern oder Hilfspakete mit mulmigen Gefühlen. Ein milliardenschwerer Schutzschirm, harte Beschränkungen durchsetzen, null Toleranz für Online-Friseure. Mobilfunkdaten sind die beste Medizin. Welcher Idiot hatte eigentlich die Einsatzleitung? Wer nicht auffallen will, muss deswegen nicht unverdächtig sein. Ich glaube, kein Alkohol geklaut kann kein Verdächtiger sein. Hier gilt nah dran gleich weniger Schrecken, weil wir sagen, dass wir im Krieg sind. Soweit alles okay, immer alles stabil. Wir machen das so. Vorgestern habe ich versucht, nach 20 Mal erstmal, dann habe ich meine Schwester erreicht im Irak. Dann ist so, hallo, und dann hallo. Und dann fängt an sofort zu weinen, geht's dir gut? Jetzt, wie geht's euch allen? Und so, ich so, warum, was weinst du? Ja, ich weine für euch, für Deutschland. Ihr seid schlimm betroffen. What? Du hast nichts zu essen. Ich habe vorletzten Monat Hälfte meiner Lohn im Theater rübergeschickt, damit diese 18 Familien etwas zu essen haben im Kriegsgebiet dort. Meine kleine Schwester sagte, ich habe gestern Abend für euch vom Koran gelesen, gebeten, dass dieses Virus von Deutschland fernhält. Wenig Freund, umso mehr in Feindschaft. In Alarm, in Alarm, in Alarmbereitschaft. Wenig Freund, umso mehr in Feindschaft. Unter Decken in Ecken, schnell verstecken vor dem Schrecken, wegducken, nicht aufmucken, genau hingucken, jedes Zucken. Mörderinnen, Sachsen und Finnen, Stahlspinnen kaum zu entrinnen, quälenden Elefanten, reiche Tanten mit Spekulanten. In unseren Kiezen machen wir Beine. Wir machen keine Schweine. In Alarm, in Alarmbereitschaft. Wenig Freund, umso mehr in Feindschaft. Okay,
Noch einmal die Leitung. Und bevor jetzt final verhandelt wird, hier im Perspektivgerichtsraum, stelle ich voran die Frage, wer fasst wen, wofür, mit was an? Und los geht's. Lasst mich los. Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von Hilfe? Hilfe, lasst mich raus, ich will hinaus, lasst mich doch raus, ich bin doch selbst betroffen. Hier kommst du nicht mehr raus, du Schreckliches. Ich bitte Sie, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen, das Ganze muss ein Irrtum sein. Oh nein, kein Irrtum, ausgeschlossen, das ist kein Irrtum. Festhalten, haltet ihn fest. Jetzt aufhalten, jetzt packen, jetzt nicht mehr rauslassen. Genau, feste, los, Gerhard, gib ihm eins aufs Schienbein, ans Schienbein, auch, ruck, ja, da, dass er sich fügt. Ihr habt kein Recht, mich so zu behandeln. Ihr habt kein Recht, mich hier festzuhalten. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Du bekommst sogar einen Verteidiger. Alles geht nach Recht und Ordnung. Verteidiger? Ich brauche keinen Verteidiger. Wer will mich denn anklagen? Ihr vielleicht? Ihr? Es geht hier um deine Existenz, falls du das noch nicht kapiert haben solltest. Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass es Ihnen nicht viel nützen wird. Ich verlange, dass man mich vor ein ordentliches Gericht stellt. Das könnte dir so passen. Davon wollen wir nichts mehr wissen. Du musst unschädlich gemacht werden. Du musst weg. Diese Gefahr muss weg. Füge dich. Aber ich kann doch nicht. Ich bin doch selbst in großer Gefahr. Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Bildet euch womöglich noch was drauf ein. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet. Und ich... Kann ich denn anders? Und mit mir rennen die Gespenster. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer, immer, immer. Nur nicht, wenn ich weitermache. Wenn ich will nicht, muss. Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören. Hilfe, ich kann nicht. Aha, der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Und damit... hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Dieser Schrecken muss ausgelöscht werden, wie ein Schadfeuer, muss ausgerottet werden, muss weg. Das Wort hat der Herr Verteidiger. Mein sehr geschätzter Vorredner, der, wenn ich mich nicht irre, ebenfalls gesucht wird, wie so viele, das gehört nicht hierher, hat behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter Zwang handle, spreche ihm das Todesurteil. Er irrt sich. Gerade das Moment des Zwangs spricht meinen Klienten frei. Ist ja lächerlich. Willst du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen soll? Dass sie am Existieren bleiben soll? Ich will damit sagen, dass dieser Schrecken ein Kranker ist. Und einen Kranken übergibt man nicht dem Henker, den übergibt man dem Arzt. Willst du die Garantie für die Heilung übernehmen? Wofür baut denn der Staat seine Wegsperrhäuser? Der Staat hat dafür zu sorgen, unschädlich zu machen und dass es aufhört. Eine Gefahr für Mitmenschen, eine Gefahr zu sein. Spitzel! Das kann doch nicht wahr sein! Im Namen des Gesetzes? Im Namen des Volkes. M, eine Stadt, sucht einen Mörder. Wer hat Angst vor was eigentlich? Task Force Leitung, Regie, Produktion, Musiken, Texte und Gesänge, Schorsch Kamerun. Soundscapes von Kati von Eck. Auf Schreckensuche waren Masiyami Diaby als Politikerin, Max Rothbart und Evelyn Gugolz als Ermittlerteam, Oliver Stokowski als Apparatschik, Judith Tariqua als die zweifelnde Maklerin, Valentino Della Mura als Straßenvertreter, Lisa Stiegler als Unterwelt und Selberschrecken, Sophie von Kessel als Mysterium und Verteidigung, sowie Delschad Numan-Korschid als der einzig wirkliche Experte. Stadtorgansängerin war Hanna Weiß,
mit MusikantInnen Stefanie Müller und Johannes Oellinger. Eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks 2020 mit dem Residenztheater in Zusammenarbeit mit der Münchner Biennale. Redaktion Ulrike Ebenbeck.